Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Tripper, Inzest und Monopoly. Was passt nicht? Richtig, der Tripper. Die anderen sind Familienspiele. Was haben Dobby und meine Freundin gemeinsam? Beide sind 11. Was ist der Unterschied zwischen Lego und einer nackten Frau? Na, wenn du das nicht weißt, dann spiel mal lieber weiter Lego. Wenn Tiere nicht gegessen werden wollen, warum sind sie dann aus Essen gemacht? Viele Männer sind so einfallslos beim Geschenke kaufen. In der Parfümerie stehen sie meist Duffy Dove. Eine Blondine bekommt Zwillinge und weint ununterbrochen. Da fragt die Schwester, warum sie weine. Da sagt sie: Ich weiß nicht, wo mir das Weite ist. Nach der 18. Unterrichtsstunde im Golfen gelingt es der jungen Frau immer noch nicht einzulochen. Ihr Golflehrer weiß auch nicht mehr, was er noch machen soll. Doch dann sagt er zu ihr: Stellen Sie sich vor, der Golfschläger wäre der Penis Ihres Freundes. Sie holt tief Luft und trifft aus 12 Meter Entfernung genau ins Loch. Gut, sagt der Lehrer. Und jetzt nehmen Sie den Schläger aus dem Mund und nehmen Sie die Hände. Warum geht eine Blondine in der Dusche im Kreis? Weil auf dem Shampoo Wash and Go steht. Chuck Norris behüft im Park Brote mit Enten. Chuck Norris spritzt ab, bevor sein Schwanz hart ist. Ach nee, Moment, das war ja ich. Habe einen Brief vom Inkasso-Service bekommen. Letzte Mahnung, endlich geben Sie auf. Ich heirate zwar nicht gerne, aber scheiden mag ich. Ich koche meiner Freundin seit Wochen Blasentee. Hilft aber nix, sie will nicht. Ich nenne mich ab jetzt Rache. Wieso Rache? Weil Rache süß ist. Die Summe der Intelligenz auf unserem Planeten ist konstant, aber die Bevölkerung wächst. Habe jetzt dasselbe Mädel auf 3 verschiedenen Dating-Apps gesehen. Das sagt mir 2 Dinge. Erstens, sie ist sehr verzweifelt. Zweitens, ich auch. Meine schlimmste Schrift aller Zeiten. Platz 3. Damals in der Grundschule. Platz 2. Wenn ich betrunken bin. Platz 1. Wenn der Postbote dieses digitale Unterschreibungsding gibt. 2 Straßenbauarbeiter stehen am Straßenrand. Der eine schaufelt ein Loch. Der andere schaufelt es wieder zu. Kommt ein Passant vorbei und fragt verdutzt: Was macht ihr denn da? Gewöhnlich sind wir ja zu dritt, aber der, der die Bäume einpflanzt, ist krank. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.